Hallo Freunde, herzlich willkommen zu TV of the Lost zur Episode 37. In a different place, no expectations, just a will. When I look at your perfect face, you're beyond beautiful. In a different place. Bla, willkommen, bla, bla, kennt ihr schon, Episode 37, heute hier, aus wie ein Hammer, ist das nicht Hammer oder Hämmer? Das ist in Deutschland Hammer und in England ist es Hammer. Alles klar. Das ist übrigens Eike. Eike, mit Eike mache ich auch schon seit, ich glaube, vor 10 Jahren haben wir die erste Produktion gemacht. Ne? Ja. Seit 10 Jahren Produktion und Eike ist auch der, dürft ihr nicht aus den Augen lassen, der ist auch der, der das Album mischt. Eike wird unser nächstes... Also dieses Album, Mission. Und zwar hier. So, ich zeige euch mal das Studio. Der wichtigste Raum in so einem Studio ist immer das hier. Wo halt eine große Couch ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Große Couch mit einer Frau drauf. Das ist immer super. Nicht hier in so Produktionsgeheimnisse. Tapete. Es war 1997, war ich auf Malta und bin da ohne Führerschein mit maltesischen Freunden in so einem Auto durch die Wüste geballert. Und das Auto hatte nur eine Tür und irgendwie auch nur 3 Fenster und so, keine Ahnung. Und da haben wir ganz laut Halloween gehört. Keeper of the Seven Keys Part 2. Und das war das erste Mal, dass ich Halloween gehört habe. Und jetzt nehme ich hier im Studio auf. Wo die goldene Platte hängt. Ist doch der Knaller, oder? Wolltest du nochmal reinkommen? Ja, will ich, weil jetzt von dieser totale Assi-Part. Hier schraubt gerade Eike den Kram zusammen. Hier ist so ein bisschen unsere Spielwiese, wenn uns halt irgendwie was fehlt. Dann findet man hier eigentlich für jeden Sound irgendwie alles. Maßgeblich spielen wir natürlich auf dieser Gitarre. Das ist das Wichtigste. Und die schlechteste Gitarre hier im Raum ist diese hier. Das hier. Das ist halt, also SpongeBob ist geil, Gretsch ist halt billig Marke. Also Gretsch spielen halt nur... Nur so Anfänger und Kinder und so. Das ist ja heutzutage so. Wir sind jetzt an der Regie mit den Gitarren, spielen da. Und da stehen auch die Verstärker, wie ihr gerade gesehen habt, wo Eike gerade rumfummelt. Und der Lautsprecher von den Verstärkern, der steht dann nicht hier in diesem Raum, weil dieser Raum ist... Der hat zu viel Hall, der ist groß, das soll ja nicht groß klingen, sondern... dicht und fett. Und deshalb haben wir hier noch einen kleinen extra Schnisselraum. Das heißt, jetzt rede ich schon wie Unzucht. Groß übrigens. Kleinen extra Raum, wo wir jetzt den ganzen Kram drin haben. Und hier haben wir dann so ein paar Speaker zur Auswahl. Und hier kommen dann vor die Lautsprecher, wie ihr hier so seht. Wir müssen nachher mal schauen, wie wir es genau machen, kommen dann Mikrofone. Und die Mikrofone nehmen dann die Lautsprecher auf. Diejenigen von euch, die denken, das ist doch total bescheuert. Warum steckt man die Gitarre nicht einfach ins Mischpult? Dann lasst euch gesagt sein, das ist ganz normal und richtig so. Denn ein Sound von einer E-Gitarre macht nicht nur die E-Gitarre, sondern auch der Verstärker und vor allen Dingen der Lautsprecher. Wir haben jetzt einen Speaker und haben uns jetzt für 3 Mikros entschieden, die wir alle zusammen hören in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Das kann komplett raus. Und zwar für die Nerds unter euch, die es interessiert, haben wir einen Shure SM57, Klassiker. Ein MD421 von Sennheiser, Klassiker. Und ein Audix i5. 7. 5. Klaps Kalibär i5.
Die Lord of Lost Plektren, ja, die sind ja geil. Aber ich werde das gesamte, ich werde zumindest probieren, weiß nicht, wie gut das ist, das gesamte neue Lord of Lost Album aufnehmen. Auf meinem Lady Gaga Plektrum. Viel mehr wert als 1000 Worte. So ein Moment ist auf jeden Fall gerade nicht. Ja, nächster Tag. Geht weiter. Geht weiter. Minus 8 Grad draußen. Kein Foto gebrochen. Ja, sag mal was geil. Also, wir haben uns gedacht, dass immer nur Fragen ein bisschen easy einsteigen, so. Für Benni. Ich fand's gut. Ja, aber zum Glück entscheidest du nicht, was gemacht wird. Ja, die ganze Zeit. Also 18 Unterschied zwischen den Parts, das ist super. Oh, guck.
dann gib mal her. Mami heißt Klaas? Ja, meine Mutter Klaas. Schlag den Schlüssel in das Fleisch. Schlag den Schlüssel in das Fleisch, bis ich kreisch. Schlag den Schlüssel in das Fleisch. Schlag den Schlüssel in das Fleisch, bis ich kreisch. Was genau machst du, dass du so gebannt auf dem Bildschirm starrst? Ich editiere die Gitarren. Das heißt so viel, wie ihr seht, das ist ja alles in so einzelne Stückchen zerteilen. Das sorgt dann unterm Strich dafür, dass es nicht mehr so menschlich gespielt klingt, weil Pausen dann nicht mehr organisch mit dem Finger abgestopft werden, sondern eben maschineller. Ne? Dass man eben richtig... Dass es eben klingt wie, ich sag mal, wie geschnitten Stahl. Der laute Gitarrensound hat Unzucht angelockt. Ja, das habe ich. Willst du wegen weniger Geschnitzel in der Mitte? Ich fand das geil. Schlag den Schnitzel in das Fleisch, verspielt. Schlag den Schnitzel in das Fleisch, ja hey. Schlag den Schnitzel in das Fleisch, dass er denn mit ein bisschen rein hat, mein. Schlag den Schnitzel in das Fleisch, ja hey. Schlag den Schnitzel in das Fleisch, ja hey, ja hey. Ja, wie man sieht, wird es eindeutig Zeit für die Eisbrechertour.